Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimegelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live in meinem kleinen Studio für euch mit einem neuen spannenden und auch, naja, wie soll ich eher sagen, auch leicht bedrückendem Video. Wir wollen nämlich heute einmal über die Strompreise sprechen. Ja, Freunde, was ist da eigentlich gerade los? Die Strompreise explodieren und wir wollen heute mal klären, was sind eigentlich die Ursachen, woran liegt das, dass der Strom momentan so teuer wird? Natürlich auch so ein bisschen, was können wir jetzt dagegen tun als Kunden? Wie können wir da eventuell gegen vorgehen, kurzfristig, aber natürlich auch langfristig? Wer jetzt gerade in eine Wärmepumpe oder in ein Elektroauto investiert hat, dann wollen wir natürlich auch mal gucken, was kann man da langfristig irgendwie für Lösungen finden? Naja, und am Ende des Tages versuche ich natürlich nicht so politisch zu werden, aber natürlich gibt es auch von mir wieder ein kleines Fazit zu dieser aktuellen, will ich mal sagen, Energiekrise. Ja, steigen wir erstmal ein mit der Frage, Leute, was ist eigentlich gerade los mit unseren Energiepreisen? Ja, sind wir jetzt auf dem Weg in eine neue Energiekrise oder was? Ich habe ja bereits in der letzten Woche davon berichtet, will ich mal sagen, ja, von den aktuellen Entwicklungen auf den Gasmarkt, ne, die Erdgaspreise. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich kann das mal hier verlinken. Ne, das Erdgas ist ja zum Beispiel auch mal gerade so auf dem Handel, auf dem Markt 540% teurer geworden in den letzten paar Monaten. Das ist also schon ein bisschen übel. Werden auch die ein oder anderen, oder kam auch schon viele Kommentare dazu, dass da eben auch sehr, sehr viele Leute von betroffen sind, was schon mal ein Problem ist, ein Sargnagel für uns normale Verbraucher. Jetzt folgt natürlich auch, wie das so sein sollte, der Strompreis. Ne? Damit geht es jetzt weiter. Strom ist genauso teuer geworden, liegt auch so bei 460% Steigerung im letzten halben Jahr, kann man fast schon sagen. Also genauso katastrophal. Ne? Ist natürlich auch nicht so schlimm. Die anderen Sachen, also jetzt zum Beispiel die CO2-Zertifikate, die haben sich ebenfalls verteuert um etwa 170%. Steinkohle ist etwa 100% teurer geworden und Erdöl ist halt noch vergleichsweise günstig geblieben mit nur so etwa 30% Erhöhung. Also grundsätzlich kann man sagen, so ziemlich jedwede Energieform ist irgendwie, ja, würde man sagen, dramatisch gestiegen. Und ja, da stellt sich natürlich jetzt schon die Frage, was passiert da gerade? Warum steigt das alles gerade so und was sind da letztendlich die Ursachen? Ja, und genau diese Ursachen sind natürlich schon interessant für uns als Verbraucher, aber auch nicht so einfach zu erklären. Das hat halt viel mit der Marktsituation, viel mit Politik und so weiter und ganz vielen Einzelfaktoren zu tun. Ich werde das ein bisschen ganz einfach darstellen, also entschuldigt, wer sich da ein bisschen tiefer mit befasst mit der Materie, wird dann feststellen, da gehört noch viel, viel mehr zu. Ich breche das jetzt mal runter, was für uns Verbraucher wichtig ist. Also das erste, einer der größeren Preistreiber oder vielleicht sogar der größte Preistreiber ist natürlich der Großhandelspreis für Strom. Strom wird ja auch gehandelt auf einer Börse, kann man so sagen. Und ja, diese Handelspreise sind halt jetzt im vergangenen halben Jahr, kann man sagen, um etwa 460% gestiegen. Allerdings, das klingt jetzt erstmal dramatisch, ne, mehr als vervierfacht. Allerdings, dieser Preis, den jetzt die Anbieter auf dem Markt bezahlen, der fließt nur zu etwa einem Viertel in den Strompreis tatsächlich mit ein. Das heißt also, wir nehmen jetzt als Verbraucher jetzt von dem Großhandelspreis nicht direkt diese 460% Steigerung mit, sondern eben nur ein Viertel als Anteil davon. Auch da wieder kurz, vielleicht einen kleinen Exkurs, wie der Strompreis zusammengesetzt ist. Der besteht eben aus etwa der Hälfte in diesem Fall, der Hälfte aus Steuern und Abgaben und so weiter. Also die Regierung, die hat da schon ganz schön was von, ne? Dass wir schön ordentlich Strom verbrauchen. Ein Schelm, wer Blödes dabei denkt. Jedenfalls, die Hälfte sind ungefähr Steuern und so weiter. Ungefähr ein Viertel sind eben diese Großhandels, die Einkaufspreise für den Strom. Und das andere Viertel ist letztendlich das, was an Netzentgelten und was am Ende des Tages für den Anbieter übrig bleibt an Einnahmen. Ne? Irgendwovon müssen die ja schließlich auch ihren ganzen Kram bezahlen. Und das funktioniert im Prinzip jetzt so, dass ihr die Stromanbieter, die ihr euch auswählt. Es gibt ja einige, die sind, also ich sag mal so gerade die größeren Firmen, da funktioniert das dann so, sowas wie E.ON und so weiter, die kaufen den Strom natürlich sehr langfristig ein. Die haben sehr, sehr lange Verträge, sehr große oder wenig spekulativ, sagen wir es mal so rum. Ne? Das heißt, die kaufen den Strom ein zu einem bestimmten Preis und können den euch als Verbraucher eben zu einem gewissen Preis dann weitergeben, vertraglich geregelt. Das heißt, da hat man relativ wenig Schwankungen drin, so auch jetzt. Und das ist das, was viele jetzt auch merken, dass einige eben sagen, was habt ihr eigentlich? Also gut, bei mir ist der Strom jetzt von 28 Cent auf 29,5 Cent gestiegen, aber hey, so what, ne? Ja, das könnt ihr praktisch der Voraussicht eures Anbieters verdanken, dass der sozusagen dafür gesorgt hat, über seine Lieferverträge und so weiter, dass der den Preis, diese 460% Steigerung vom Markt, aktuell überhaupt gar nicht mitnimmt. So, von daher ist das gar nicht so schlimm. Andere Anbieter wiederum, und das sind meistens diese kleineren und vor allen Dingen so diese Billiganbieter, wie man es immer so schön nennt, was man so bei Check24 und bei diesen ganzen Vergleichsportalen meistens immer ganz oben hat, ne? Die immer diese Versprechen, die immer die anderen unterbieten und so, noch billiger, noch billiger.
Die machen das ein bisschen anders. Die haben halt keine langfristigen Verträge. Die machen eben sehr viel spekulativ. Und die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie den Strom möglichst günstig mal einkaufen und so weiter und so weiter. So, und das ist jetzt ein Prinzip, was aktuell leider gar nicht mehr funktioniert, weil der Preis einfach seit einem halben Jahr nur noch durch die Decke geht. Und das ist ganz einfach, die haben nur zwei Optionen. Entweder die geben euch den Preis 1:1 weiter, weil sonst gehen die pleite. Oder wenn die mit euch irgendwelche Preisgarantien abgeschlossen haben, können sie den Preis ja gar nicht an euch weitergeben. Das heißt, dann gehen die schlichtweg pleite. Punkt. Und das ist bitter, weil alle, die jetzt von euch bei solchen Anbietern unter Vertrag stehen und der Anbieter pleite geht, dann werdet ihr übernommen von einem entsprechenden Grundanbieter. Ne? Das ist diese Grundversorgung, wo ihr dann hineinfallt. Und jetzt haben natürlich diese Grundversorger haben jetzt ein anderes Problem. Die haben natürlich langfristige Verträge, ja auch für ihre Verbräuche, für ihren Stammkunden, haben die das natürlich abgeschlossen. Und jetzt kommt ihr als Neuer da rein, habt den Grundversorgern jahrelang den Rücken gekehrt, habt immer wieder irgendwie Bäumchen wechseldicht gespielt, mit anderen Anbietern im Bett gelegen. Und die sagen jetzt ganz einfach, ja nee, also unsere Strategie, die war natürlich für unsere Stammkunden ausgedacht und nicht für dich, wenn du jetzt zu uns kommst. Das heißt, du kriegst jetzt ganz andere Preise. Du musst jetzt die Preise bezahlen, die wir auch aktuell auf dem Strommarkt bezahlen müssten. Und das ist eben jetzt aktuell, wenn wir sehen, im letzten Jahr lagen wir ja so bei etwa 31 Cent pro Kilowattstunde. Na klar, regional war das immer ein bisschen anders, aber so, und jetzt momentan bewegt sich das, wenn man mal so ein bisschen schaut bei den Portalen, liegen wir eher so bei 40 Cent bis 45 Cent für Neuverträge. Ja? Und das sollt ihr dann einfach zahlen. Das heißt, da wird aktuell so eine Zweiklassengesellschaft geschaffen, ne, von Stammkunden und von Neukunden, die schon ziemlich weit auseinanderdriftet. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Da sind auch aktuell tatsächlich die Verbraucherschützer schon dran und schauen, ob das überhaupt rechtens ist, so etwas zu betreiben jetzt als Anbieter, dass ich also Neukunden so extrem andere Tarife anbiete, eben sozusagen als Strafe dafür, dass sie eben keine Stammkunden bei mir sind. So, und da muss man so ein bisschen schauen, eventuell gibt es da noch ein klein wenig Hoffnung, ein wenig Licht am Ende des Tunnels. Aber woher kommt denn jetzt diese aktuelle Explosion der Preise und so weiter? Ja, das ist tatsächlich, ich habe es in dem letzten Video mit dem Gas, mit den Gaspreisen auch gesehen, da sind viele, die halt auf die aktuelle Regierung schimpfen und sagen, ja, hier, die haben alles verbockt und so, haben wir ja selbst gewählt. Das ist ein politisches Thema auf jeden Fall, aber die aktuelle Regierung, die ist ja seit ein paar Monaten im Amt, die hat das nicht so, die hat das mit zu verantworten, aber die sind nicht die einzigen Schuldigen daran, weil letzten Endes ist das gesamte Thema schon vor etwa 10 Jahren, 12 Jahren mit dem Atomausstieg mehr oder weniger, ist das schon besiegelt worden. Und letzten Endes haben wir da diesen Bus, in dem wir alle sitzen, schon in die richtige Richtung, also in die Richtung auf die Wand oder auf den Abgrund, je nachdem, was man jetzt möchte, haben wir den in diese Richtung gedrängt. Und die Idee war ja grundsätzlich, wir schaffen die Atomkraft ab. Da will ich jetzt gar nicht drüber reden, ob das gut oder schlecht ist. Das können wir vielleicht in einem anderen Video mal diskutieren. Darum geht es heute gar nicht. Jedenfalls sind wir uns einig, die Atomkraft hat uns natürlich relativ günstigen Strom geliefert. So. Und jetzt schaffen wir hatten insgesamt 17 Atomkraftwerke in Deutschland. Die wurden jetzt schon bis 2021 insgesamt, wurden davon, glaube ich, 11 schon abgeschaltet. Das heißt, das war alles eine langfristige Strategie, die soweit ausgelegt war, dass wir Atomkraftwerke abschalten, regenerative Energien aufbauen, so die Idee, und so dann letzten Endes nach dem Atom, letzten Endes auch dann irgendwo diesen Kohleausstieg schaffen und so weiter und so weiter. Ne, wer so ein bisschen Nachrichten verfolgt, der weiß ja so ungefähr, wie das läuft, nämlich ganz beschissen. In der regenerativen Energien haben wir in den letzten 10 Jahren eigentlich alles verpennt, was wir verpennen konnten. Dieser ganze Aufbau ist nicht zustande gekommen, weil die da das einfach alles nicht hingekriegt haben. Jetzt haben wir aber die Atomkraftwerke trotzdem natürlich alle abgeschaltet. 2021, also Ende 2021, sind wieder 3 Atomkraftwerke vom Netz gegangen. Wir haben jetzt nur noch 6 gehabt. Jetzt sind aus dem 6 nur noch 3 geworden. Und diese 3 werden auch im Laufe dieses Jahres abgeschaltet. Dann sind wir raus. Dann haben wir den Atomausstieg natürlich erfolgreich gemeistert. Aber uns fehlt dann, diese Atomkraftwerke haben insgesamt ungefähr ein Viertel unseres Stroms produziert. Der fehlt uns natürlich. Und da wir die regenerativen Energien nicht so aufgebaut haben, beziehungsweise der Regierung irgendwann aufgefallen ist, ach Mensch, ne, nachts brennt ja, leuchtet ja gar keine Sonne, die Photovoltaik, das funktioniert alles gar nicht. Oh, wir brauchen Speichertechnologie. Oh, was, wie macht man das denn? Keine Ahnung. Ja, stehen wir jetzt im Prinzip da, ne? Wir haben also jetzt zwar regenerative Energien in einem minimalen Maße aufgebaut, aber wir haben keine Speichertechnologie dafür, ne? Und jeder weiß, regenerative Energie ist nun mal sehr unstetig. Das ist eben was anderes als ein Atomkraftwerk. Und das ist jetzt so, der Markt hat das schon kommen sehen im letzten Jahr, ne? Die Preise, deswegen sind die Preise, haben sich so aufgebauscht, weil der Markt das praktisch schon gesehen hat, dass natürlich jetzt dieses Jahr eine extreme Verknappung von Strom kommt, wenn wir die nächsten 3 Atomkraftwerke abschalten,
plus eben jetzt dieses Jahr nochmal 3. Da war den Markt, den Anbietern allen schon klar, das wird teuer, Freunde, das wird richtig teuer. Das stand natürlich nicht in der Zeitung, ne? Das ist ja im Moment, ist das ja viel wichtiger, ob man jetzt irgendwie 2G plus oder minus hat, ne? So, aber das kam von vornherein auf uns zu als Verbraucher. So, und der Markt hat dann entsprechend auch reagiert mit steigenden Preisen. Und die Anbieter haben halt versucht, da irgendwie mit klarzukommen. Aber letzten Endes war das eine beschlossene Sache. Seit über 10, 12 Jahren steuern wir im Prinzip auf genau das zu, was jetzt passiert, ohne dass einer da groß gegengesteuert hätte. Also der Busfahrer, der sitzt halt immer noch vorne und steuert immer noch fröhlich auf den Abgrund zu. Und wir hinten im Bus, wir wissen eigentlich gar nicht, was uns da gerade blüht. Ja? Das Ganze wird dann noch gestützt von dem massiven Verbrauch von fossilen Energien. Ne? Jetzt haben wir ja den Atomausstieg, klar, ne? Das haben wir gerade gesagt. Die regenerativen Energien bringen es aber aktuell noch nicht. Das heißt, wo kommt jetzt unser Strom gerade her? Aus Gaskraftwerken und aus Kohlekraftwerken. Ja? Wir betreiben in Deutschland, glaube ich, 120 oder was Kohlekraftwerke und irgendwie 70 Gaskraftwerke. Die müssen natürlich befeuert werden. Und wer bei meinem letzten Video mit den Gaspreisen aufgepasst hat, weiß, dass Gas ja auch gerade arschteuer geworden ist. So, das heißt also, diese ganzen fossilen Energien, die wir da verbrennen, die kosten uns erstmal eine Menge Geld wegen der CO2-Zertifikate. Plus, dass eben dann auch die Beschaffung von dem ganzen Rohstoff, den wir da verbrennen wollen, auch extrem teuer geworden ist. Das heißt, das ist dann alles ein Zusammenspiel, das kommt alles on top und deswegen kommen wir auf solche enormen Preise für den Strom aktuell, ja? Weil wir einfach keine regenerativen Energien mehr haben, keine günstigen Atomkraftwerke mehr haben oder jetzt bald nicht mehr haben werden und eben die fossilen Energien so unwahrscheinlich teuer geworden sind. Ja, was wir übrigens auch, also wir, damit meine ich wir als Land, / unsere Regierung, auch tatsächlich selbst zu verantworten haben. Ja, was man in dem Zusammenhang von der Regierung hauptsächlich hört, ist natürlich, dass die EEG-Umlage doch gesenkt wurde. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tatsächlich ist es so, die EEG-Umlage ist ja auch ein großer Anteil an unserem Energiepreis und die betrug bisher 6,7 Cent pro Kilowattstunde und sollte eigentlich 2022 steigen auf 9,4 oder so, ne? 9,4 Cent. Also auch da wieder ein satter Schluck aus der Pulle. Bezahlen dürfen wir das wie immer. Das war der Plan. Das haben sie jetzt aber gemerkt, das wird eine ganz blöde Idee, wenn wir jetzt die EEG-Umlage ebenfalls erhöhen. Das heißt, die haben das andersrum gemacht. Die haben gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Wir müssen die EEG-Umlage senken und es ist ja auch tatsächlich im Gespräch, dass die vielleicht früher oder später ganz wegfällt. Gut, andersrum, bei den Preisen prozentual gewinnt die Regierung da sowieso genug dran. Also verdienen bei 50% Abgabe tun die da schon genug. Da sind die auf diese EEG-Umlage eigentlich auch gar nicht mehr angewiesen. Allerdings, jetzt könnte man ja meinen, ja hey, wenn jetzt die EEG-Umlage, die sinkt halt von 6,7 auf 3,4 oder was Cent, wo ist das Geld? Ne? Das wäre doch jetzt eigentlich dass ich da irgendwas von gemerkt hätte. Nee, das ist natürlich nicht so. Das ist mehr oder weniger verpufft, weil selbst die Grundversorger, selbst die großen Anbieter brauchten praktisch diese Senkung, dass die Preise überhaupt stabil halten konnten, ne? Weil eben logischerweise letzten Endes irgendwo immer diese ganzen Strompreiserhöhungen mit einfließen. Dieses, was gerne dann erzählt wird, dass wir da 43% an der EEG-Umlage sparen und so weiter, ist alles Quatsch, da merken wir Verbraucher original gar nichts von. Ja, was ich in dem Zusammenhang sogar noch viel, sag ich mal, vertrackter finde und viel schlimmer, wo wir aktuell noch nicht so wahnsinnig viel von spüren, aber wenn Energie in dem Maße so teuer wird, überall, also jetzt egal ob Gas, Strom, sonst irgendwas und letzten Endes der Strom, einer der Hauptverbraucher für Strom ist ja unsere Industrie. Und das heißt, wenn die in Zukunft relativ viel für die Energie bezahlen müssen, dann steigen natürlich die Herstellkosten und zwar von allem. Egal ob das Brot, Käse, Wurst ist oder auch eine Tupperdose, spielt gar keine Rolle. Letztendlich alles, was bei uns hier hergestellt wird, wird natürlich teurer. Und nicht um 1% oder 5%. Das heißt, da kann man sich auch schon drauf einstellen. Keine Ahnung, ich bin kein Hellseher, ich bin kein Wirtschaftstechniker, aber ich sage nur, das ist für mich eine logische Entwicklung, dass ich sage, wenn doch alles teurer wird, also jetzt an Energie, das ist ja eine grundlegende Zutat, die ich für so ziemlich alles brauche, was ich produzieren möchte, dann wird auch das Produkt, was ich produziere, am Ende des Tages teurer. Und bei diesen Steigerungen kann man davon ausgehen, dass eigentlich im Laufe des Jahres wahrscheinlich alles, da rede ich von allem, irgendwie um die 10, 15, 20% teurer werden wird. Ne? So, und da müssen wir uns auch drauf einstellen. Das heißt, aktuell schauen jetzt alle nur auf die Gaspreise und auf die Strompreise, aber da kommt noch einiges hinterher als Welle, wie wir im Moment ja immer so schön sagen. Jetzt können wir einmal kurz rechnen, was da jetzt so für uns als Verbraucher dabei rauskommt, beziehungsweise auf welche Erhöhungen jetzt so in Euros wir uns da eigentlich letzten Endes einstellen, wo wir aktuell gerade von reden. Bisher haben wir immer so um die 28 Cent im Bundesschnitt, auch da klar, Strompreise
Preise sind immer extrem regional unterschiedlich, aber plus minus bei 28 Cent. Wenn jetzt so einen normalen Zwei-Personen-Haushalt, also zwei Erwachsene und dann ein oder zwei Kinder oder was, das könnt ihr ja auch dann adaptieren bei euch selber. Letzten Endes hast du so grob 4000 Kilowattstunden. Darüber reden wir ja meistens bei so einem normalen Haushalt. Ne? 4000 Kilowattstunden Verbrauch, wenn man jetzt eben nicht gerade irgendwie Krypto-Mining betreibt oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Und vor allen Dingen auch nicht mit Strom heizt, also jetzt keine Wärmepumpe oder so besitzt. So, jetzt hast du also deine 4000 Kilowattstunden, da hast du vorher bei etwa 28 Cent so runde 1100 irgendwas Euro für bezahlt pro Jahr. Ne? So, das sind so die Stromkosten, wo man sich jetzt so in den letzten Jahren schon dran gewöhnt hat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Und das wird jetzt, wenn du jetzt eine normale, eine einfache, wenn du also gut bei wegkommst, dann hast du jetzt eine Erhöhung auf vielleicht 31 Cent oder was in dem Bereich. Ne, dann ist das natürlich relativ easy. Dann hast du irgendwo eine Erhöhung von 100, 120 Euro pro Jahr, das heißt so 10 Euro im Monat. Das kann man noch irgendwie verknuspern, ne, wo man sagt, okay, wenn du jetzt nicht parallel eine Gasheizung hast, die auch gerade um denselben Betrag gestiegen ist, dann kumuliert das natürlich irgendwo, aber das ist so die grobe Richtung. Wenn wir jetzt aber schon sagen, ja gut, das wird sich im Laufe des Jahres aber noch so ein bisschen einpendeln und zwar nach oben. Das heißt, wir reden dann eher so um 37, 39 Cent pro Kilowattstunde. Dann wirst du bei dem gleichen Verbrauch auf Kosten von rund 1560 oder was Euro kommen. Das heißt, dann ist das schon ein Jahresplus von 440 Euro oder so. Das tut dann schon tatsächlich weh. Wenn du jetzt mit Strom heizt, also sprich, du hast eine Wärmepumpe, sieht das Ganze natürlich noch ganz anders aus. Dann kommst du natürlich nicht mit 4000 Kilowattstunden aus. Auch da wieder, ich nehme jetzt mal einfach nur ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du ungefähr deine 20.000 Kilowattstunden oder 15.000 Kilowattstunden an Wärmeenergie für dein Haus benötigst, dann brauchst du je nach Wärmepumpe, je nach Typen, je nach Hausdämmung, bla, brauchst du dann, sagen wir mal, so um die 6.000 Kilowattstunden für die Erzeugung dieser Wärme, wenn du eine Wärmepumpe hast, eine entsprechende. Ne? Also sagen wir mal, jetzt nur als Rechenbeispiel 6.000 Kilowattstunden plus eben natürlich deine 4.000 Kilowattstunden, die du sowieso brauchst für dein Haus. Das heißt, du hast dann 10.000, das habe ich natürlich gewählt, dieses Beispiel, kann man einfach errechnen, 10.000 Kilowattstunden an Strom jedes Jahr. Und ja, da wird es natürlich dann so ein bisschen dramatischer, ne? Das ist klar. Wärmepumpetarife gab es übrigens durchaus ja in der Vergangenheit. Das war ja oft das Argument, sag, ah, ne, nimmst du einen Wärmepumpetarif, ist ja schon günstig, schon heute. Anstatt 28 Cent bezahlst du vielleicht 20 Cent für den Strom. Für die Wärmepumpe ist das ganze Rechenbeispiel natürlich ein bisschen günstiger. Aber auch da, das Ganze gibt es nicht mehr, Freunde. Wenn ihr mal schaut, viele haben die Erhöhung bekommen und haben auch tatsächlich jetzt den Wärmepumpetarif angepasst bekommen, der nur noch irgendwie 1 Cent unter dem normalen Tarif liegt. Und wenn du wechselst, dann kannst du mal schauen, dann kriegst du auch, also wenn du jetzt als Grundversorger irgendwo aufgenommen wirst, da kriegst du keinen Wärmepumpentarif mehr. Den gibt es einfach nicht mehr. Das ist jetzt 1:1 genau das Gleiche. Das heißt, du bezahlst für deine Wärmepumpe am Ende des Tages auch dann irgendwie 39 Cent für eine Kilowattstunde. Und dann ist das Heizen mit Wärmepumpe schon ziemlich teuer. Wenn wir das mal vergleichen, ich hatte ja letzte Woche die Gasheizungen, da hatte ich ja gesagt, für dieses Jahr prognostiziert man da irgendwie 1800 Euro bei dem aktuellen Gaspreis, auf den das Ganze so hinausläuft. Und es ist tatsächlich so, wenn du jetzt eine Wärmepumpe hast mit ungefähr den gleichen Voraussetzungen wie vorher bei dem Gas, wenn du das Rechenbeispiel jetzt nimmst, dann liegst du mit deiner Wärmepumpe am Ende des Tages genau beim gleichen Preis. Ne? Da hast du jetzt also teuer investiert in deine Wärmepumpe, um eigentlich Geld zu sparen, und am Ende des Tages ist das Ganze dann genauso teuer. Und wenn die Strompreise tatsächlich weiter steigen sollten und es diesen Wärmepumpentarif nicht irgendwann wieder gibt, dass du da so günstiger Energie mit erzeugen kannst, verbrauchen darfst, dann ja, wird auch das Heizen mit Wärmepumpe ziemlich, ziemlich teuer, Freunde. Ja, was wäre jetzt eine Lösung? Natürlich, was liegt da näher, besonders die Wärmepumpenbenutzer, eine Photovoltaikanlage, ist ja ganz klar. Also viele haben natürlich sowas in der Vergangenheit bereits als Kombination bei sich verbaut. Die haben immer eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaikanlage genommen. Manche haben das auch nur geplant und haben gesagt, naja, aktuell bei meinem Wärmepumpentarif bei 20 Cent oder 80 Cent pro Kilowattstunde, da kann ich mit der Investition in eine Photovoltaikanlage vielleicht noch ein Jährchen warten oder so. Also haben das so ein bisschen vor sich hergeschoben. Und da war jetzt das nächste Problem. Also glücklich, wer bereits eine Photovoltaikanlage besitzt und damit eben schon einen gewissen Anteil an Strom selbst erzeugen kann, der kann sich tatsächlich freuen, weil wer heute schon eine Photovoltaikanlage besitzt, der spart jetzt massives Geld. Diese Photovoltaikanlage, Leute, die wird sich jetzt richtig schnell amortisieren bei diesen Energiepreisen. Also die können sich tatsächlich auf die Schulter
Schulter klopfen, können ein Weinchen aufmachen, natürlich nur den billigen, klar, weil für mehr ist es halt bald nicht mehr da, das Geld. Aber nichtsdestotrotz, herzlichen Glückwunsch. Das andere Problem, und das ist jetzt wirklich ein Problem für alle, die jetzt sagen, ja, jetzt muss ich schnell reagieren, jetzt brauche ich eine Photovoltaikanlage, die werden sich umschauen. Denn, jetzt kommt's, Photovoltaikanlagen sind momentan auf dem Markt praktisch auch nicht verfügbar. Man kann natürlich ein bisschen rumsprechen, manchmal hat man Glück, der ein oder andere, die ein oder andere Fachfirma wird noch beliefert, das heißt, man kann tatsächlich noch Photovoltaik-Module bestellen, kaufen und so weiter und verbauen lassen, aber das wird immer schwieriger und auch die Preise steigen wieder an. Die sind eigentlich in der Vergangenheit die ganze Zeit gefallen, die Installationspreise für Photovoltaikanlagen. Letzten Endes lag das daran, dass die Einspeisevergütung natürlich immer weiter fällt pro Jahr oder sogar pro Monat, wenn man so will. Und dadurch letzten Endes dieses ganze Rechenbeispiel für eine Photovoltaikanlage immer nur dann weiter funktionierte, wenn analog auch die Preise für den installierten Kilowatt-Peak gefallen sind. Sonst hat sich einfach eine Photovoltaikanlage nur sehr schwer rentiert. Bei den Strompreisen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. So, das hat sich jetzt alles erledigt. Durch diese enormen Strompreiserhöhungen rechnet sich heute eine Photovoltaikanlage fast schon ohne Punkt und Komma. Und jetzt hast du natürlich vielleicht noch nicht aktuell den Run auf die Photovoltaikanlage. Aber bereits im letzten Jahr, Ende letzten Jahres ging das los, dass die chinesischen Hersteller auch nicht mehr so viel geliefert haben, weil die selber nicht mehr so viel produzieren, beziehungsweise selber das Zeug bei sich verbauen und ja, uns halt nicht mehr beliefern. Und wenn du nicht beliefert wirst, hast du ein Problem. Dann steigen sowieso die Preise. Vor allen Dingen jetzt im Moment steigt die Nachfrage ja auch nochmal extrem. Jetzt ist der Strom auch noch so sauteuer. Das heißt, das Rechenbeispiel für eine Photovoltaikanlage ist ja jetzt heutzutage ein ganz anderes. Wenn du bei 25, 28 Cent pro Kilowattstunde den Strom kaufen kannst, dann musst du schon genau rechnen bei einer Photovoltaikanlage für 20, 25.000 Euro, wie sich die amortisiert. Ne? Plus die Kosten, Wechselrichter und so weiter. Ne? Da muss man schon genau rechnen. Wenn du einen Strompreis von 40, 45, 50 Cent pro Kilowattstunde hast, dann brauchst du nicht mehr lange rechnen. Für 25.000 Euro hat sich so eine Scheißanlage nach nicht mal 10 Jahren amortisiert. Und das ist das Problem. Das ist natürlich jetzt auch so eine Sache vom Markt. Der Markt kriegt das ja auch mit. Das heißt, da kannst du schon mal von ausgehen, wenn du jetzt heute eine Photovoltaikanlage kaufen willst, die wird jetzt demnächst erstmal richtig ansteigen. Weil das orientiert sich natürlich am Markt. Ne? Die wollen uns ja nichts schenken. Das heißt, die Anlagen werden auch teurer, weil das Rechenbeispiel ja auch ein anderes wird. Wenn du 50 Cent für die Kilowattstunde bezahlst, dann darf die Photovoltaikanlage natürlich auch ein bisschen mehr kosten. Weil letzten Endes du ja trotzdem irgendwie damit dann rechnen kannst. Also das ist auch noch eine ganz beschissene Sache gerade. Photovoltaik ist natürlich für sowas die optimale Lösung, aber das wissen die anderen eben auch und deswegen stehen wir da jetzt. Also wer heute noch keine Photovoltaikanlage hat, sollte sich schnell drum kümmern und auf die Preise achten. Möglichst Preise vergleichen. Mal hat man noch Glück und bekommt noch eine zu in Anführungszeichen alten ursprünglichen Preisen, aber meistens muss man selbst jetzt schon 15-20% mehr für die Anlage bezahlen. Beziehungsweise das würde ich sogar fast schon noch sagen, ist noch akzeptabel, wenn man sieht, in welchem Maß die Strompreise steigen. Jetzt haben wir natürlich noch die Frage im Raum, was soll man denn jetzt als Stromkunde tatsächlich machen bei diesen massiven Stromerhöhungen? Das treibt uns ja praktisch in den Ruin. So, wenn ihr jetzt davon betroffen seid, dass ihr bei einem, ja ich sag mal so einem spekulativen Anbieter wart, der hat jetzt Pleite gemacht und ihr seid jetzt bei irgendeinem Grundversorger wieder angemeldet und sollt da halt letzten Endes jetzt irgendwie 45, 55 oder sonst was Cent bezahlen. Übrigens, ich habe gestern noch in der Zeitung gelesen, bei uns hier in der Region, also in Bielefeld zum Beispiel, da liegt der Strompreis tatsächlich für Neukunden bei 55 Cent und jetzt haltet euch fest, im Kreis Gütersloh wollen die da 95 Cent für haben, für eine Kilowattstunde Strom. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das habe ich auch tatsächlich von anderen bereits gelesen in den Kommentaren, dass die Post bekommen haben und sollen wirklich was in der Richtung von einem Euro für eine Kilowattstunde zahlen. Ich meine, wie soll das noch funktionieren? Da brauchst du dann nicht mehr rechnen. Stell dir vor, du hast deine 4000 Kilowattstunden verbraucht, dann sind das 4000 Euro Strom pro Jahr. Da kannst du einen Haken hintermachen. So viel kannst du gar nicht verdienen. Und ja, aber was kann man da als Kunde tun? Ich hatte es ja eben schon gesagt, das ist auch mittlerweile schon ein Fall für den Verbraucherschutz. Ich weiß nicht, wie weit die da gerichtlich mittlerweile sind, aber es ist durchaus ein Tipp an der Stelle, den ich da mitgenommen habe, dass man erstmal diesem Preis und dieser tariflichen Einsortierung widersprechen sollte. Ihr bekommt ja dann letzten Endes Post, wo ja drin steht, wie ihr tariflich einsortiert werdet und dann solltet ihr dem widersprechen, dass ihr schriftlich sagt, nein, ich möchte gerne so einsortiert werden, tariflich wie alle anderen Kunden auch, weil eben diese Zweiklassengesellschaft, die dadurch entsteht, problematisch ist. Das darf eigentlich nicht sein und da sind halt die Verbraucherschützer gerade dran. Das ist also auf jeden Fall schon mal ein Versuch wert, dass man dem Ganzen erstmal widerspricht und nicht einfach sagt, ja okay, Abschlagszahlung ist halt jetzt 1000 Euro pro Monat, was soll's, ne? Nee, da sollte man schon mal erstmal widersprechen. Die meisten von euch werden aber auch gar keine andere Wahl haben, weil letztendlich bezahlen kann das kaum einer. Und das ist erstmal ein Punkt.
Ja, und was sollst du sonst machen? Dann habe ich ein bisschen geschmunzelt, wenn man dann so liest, was sollst du jetzt machen als Stromverbraucher? Ja, man soll jetzt natürlich gucken, ob man wechseln kann zu anderen Anbietern mit besseren Tarifen und dann eben gucken, dass da eine möglichst lange Preisbindung besteht. Ja, also Leute, die sowas schreiben, die haben offenbar noch nicht so richtig mal, die sind noch nicht vor der Tür gewesen, was da gerade los ist. Es gibt keine Anbieter mehr, die euch günstige Tarife anbieten und vor allen Dingen mit einer Preisgarantie für, keine Ahnung, 2 Jahre. So, da kannst du schon mal direkt einen Haken hintermachen, das ist Quatsch. Genauso, dass man heute auf eine lange Preisbindung achten sollte. Wenn euch jetzt ein Grundversorger oder was anbietet für 40 Cent, das gebe ich dir die nächsten 2 Jahre mit, dann ist das ja für euch selber auch eine sehr spekulative Geschichte, weil es ja durchaus sein kann, dass der Preis gar nicht 40 Cent bleiben muss, sondern wenn das alles sich irgendwie, warum auch immer, wieder einspielt, dass ihr dann mit diesem 40 Cent über 2 Jahre auch nicht gerade sehr glücklich werdet. Also aktuell bei diesen momentanen Preisen, da kannst du eigentlich keine langfristigen Verträge abschließen. Ist völlig unmöglich und es wird ja auch tatsächlich erwartet so ein bisschen, dass sich das Ganze wieder so ein bisschen einreguliert, mit diesen Großhandelspreisen zumindest. Aber das wird sich zeigen. Das ist so ein bisschen wieder Blick in die Glaskugel, wie man so schön sagt. Also man kann eigentlich als Stromkunde gerade gar nicht so wahnsinnig viel machen. Da hast du eben so diese Profi-Tipps, Strom sparen. Ja, ne, Strom sparen. So, du hast jetzt deine Wärmepumpe, du hast dein Elektroauto. Wir haben in den letzten Jahren alles gemacht, um Strom zu verbrauchen, ne, und alles andere einzusparen, also fossile Energien, und sollen jetzt Strom sparen. Ja, toll. Also grundsätzlich muss man da oder kann ich da zugegebenermaßen wirklich nichts groß zu sagen, weil wir sind an so einem Punkt angelangt, wo du ja kaum noch agieren kannst, sondern nur noch reagieren. Und was wir gerade schon sagten, klar, eine Photovoltaikanlage würde dir jetzt helfen, aber du musst eben auch sehen, wo du die jetzt noch herbekommst. Das ist jetzt schon fast zu spät. Selbst so eine kleine Balkonsolaranlage würde jetzt ja noch was bringen, ne? Wenn die dir 500 Kilowattstunden pro Jahr einspart, das ist dann schon eine Menge Geld, ne? Dann ist die nach 2 Jahren amortisiert, ohne dass sich euer Zähler rückwärts drehen muss. Das muss man sich mal vorstellen. So, und letzten Endes kannst du aktuell nicht viel tun. Was willst du den Leuten sagen? Ja, fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ladet euer Elektroauto mit einem Dieselgenerator oder was. Was sind das für Tipps? Kannst du alles vergessen. Im Prinzip kannst du nur darauf hoffen, dass es irgendein Einschreiten von der Regierung gibt, die das wieder irgendwie regulieren, weil letzten Endes haben die diesen bescheuerten Bus ja auch auf den Abgrund zugefahren und eigentlich kann nur der Busfahrer das Ding wenden, nicht derjenige, so wie wir, die hinten im Bus drinne sitzen. Ja, dann können wir direkt überleiten zu meinem persönlichen Fazit, zu der aktuellen Energiekrise, wie ich sie nenne. Ja, das ist schon ein sehr beängstigendes Thema und auch ein sehr, ja, politisches Thema. Ich wollte es eigentlich nicht so politisch machen hier, aber jetzt in meinem Fazit, was soll ich sagen, Freunde? Es ist politisch. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie im Ausland irgendwelche Milliardäre sitzen hätten, die uns jetzt als Gesellschaft knechten würden und wir jetzt sozusagen die Gelackmeierten sind. Nein, das ist unser eigenes Thema. Wir selber, unser Land, unsere Regierung hat seit 10, 15 Jahren dafür gesorgt, dass wir auf diesen Punkt hinzusteuern. Ja, mit purer Absicht, muss man fast schon sagen. Beziehungsweise weggucken ist ja auch mitmachen, wenn man so möchte. Und ja, die haben wunderbar weggeguckt. Jedes Mal, wenn es an Wahlkampf ging, haben sie noch irgendwie noch einen draufgelegt. Das heißt, haben nochmal aufs Gaspedal getreten, dass das Ganze noch schneller geht. Und es war ja immer weit in der Zukunft. Das sind ja noch 10 Jahre hin, bis wir da an der Stelle angelangt sind. Ja, Freunde, diese 10 Jahre sind jetzt um. Es ist nichts passiert, also jetzt im etwas krassen Sinne gesagt, es ist nichts passiert. Wir stehen jetzt da und die 10 Jahre sind vorbei und das ist jetzt die Zukunft und jetzt tragen wir diese Kosten. Und das ist das, was gerade alles dazu führt, dass diese gesamte Energiegeschichte bei uns komplett durch die Decke geht und alles in allen Formen eskaliert, weil alle Sachen aufeinandertreffen, die wir jetzt in den letzten Jahren verpennt haben. Also wir, / unsere Regierung. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze jetzt noch weitergehen soll, weil so traurig das auch klingt, die einzigen, die uns da jetzt noch rausholen können, ich mag es gar nicht sagen, sind unsere Regierungskollegen. Ja. Und wer die Lösungen unserer Regierung kennt, wie das so läuft, der weiß, das kann eigentlich nichts Gutes werden. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, was die Kollegen sich jetzt da ausrechnen, wie wir das wieder irgendwie gewuppt kriegen, dass eben auch diese Energie wieder irgendwie bezahlbar wird für uns normale Bürger. Ja, da muss man ja auch mal dran denken. Und klar, also ich sag mal so, jetzt kurzfristig, mittelfristig gesehen, diese 95 Cent, die man eventuell für eine Kilowattstunde Strom hier und da bezahlen soll, das wird natürlich nicht, da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass sich da Verbraucherschützer drum kümmern werden, dass das am Ende des Tages hoffentlich niemand bezahlen muss. Ja? Aber nichtsdestotrotz, Energiepreise beim Gas war es ja auch, man hat natürlich so ein Mittel, das heißt also beim Gas waren es glaube ich auch so um die 40%, wo man sich darauf einstellen muss, dass der Gaspreis steigt, und genauso ist es auch beim Strom, je nach Region wird auch der Strompreis 40% bis 60% steigen.
Das bedeutet also, im Laufe dieses Jahres muss man sich schon mal darauf einstellen, dass man von seinen 31 Cent so in Richtung 37 Cent oder sogar in Richtung 39 Cent pro Kilowattstunde kommt. Es wird also insgesamt immer teurer. Ich persönlich finde das extrem ärgerlich, dass ausgerechnet jetzt der Strom so teuer wird, wo uns doch immer versprochen wurde, wir sollen alles machen, um Strom zu verbrauchen und keine fossilen Energien mehr verbrauchen. Also sprich jetzt zum Beispiel Autos, sollten wir auf Elektroauto wechseln, Heizung, sollen wir auf Wärmepumpen wechseln. So, jetzt verbrauchen wir alle fleißig Strom und jetzt steigt der Strompreis. Ja, danke auch. Ne? Und das ist eben das Riesenproblem, wo wir jetzt alle vorstehen. Wir haben jetzt enorme Mehrkosten, die auf uns zukommen. Plus eben auch noch diese Folgekosten, was ich eben schon meinte. Das ist natürlich noch sehr spekulativ, aber für mich eine logische Entwicklung, dass eben auch alles andere teurer wird. Wenn ich Nahrung teurer produzieren muss, nicht weil jetzt die Schweine teurer werden oder dass das Getreide teurer wird, aber es wird ja diese gesamte Kette, auch der Traktor fürs Getreide braucht ja Sprit und auch der wird teurer und die Produktion wird teurer und letzten Endes wird alles teurer und am Ende des Tages müssen es die Verbraucher bezahlen. Das heißt, auch da müssen wir uns in den nächsten Jahren auf durchaus die ein oder andere Steigerung einstellen und irgendwelche Zugeständnisse machen. Also tatsächlich unser Wohlstand, ich weiß, einige werden jetzt lachen, Wohlstand, ne? Wer so in der normalen Mittelschicht arbeitet, der kennt eigentlich schon lange keinen wirklichen Wohlstand mehr. Aber nichtsdestotrotz, was ich mit Wohlstand meine, ist, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, dass wir heizen können, dass wir Strom haben, dass wir uns letzten Endes nicht so groß Gedanken machen müssen, dass wir den Fernseher einschalten, überhaupt einen Fernseher besitzen, dass wir ein Auto haben, um irgendwo hinzufahren und so weiter. Vielleicht ein- oder zweimal pro Jahr irgendwie in den Urlaub können und so weiter. Dieser Wohlstand, der wird sich so langsam aber sicher verringern und oder in Luft auflösen, weil wir letzten Endes jetzt sozusagen die Sklaven von so einer Regierung werden, wo wir irgendwo sehen müssen, dass wir diese steigenden Kosten irgendwie mitgehen können. Und was ich schon meinte, eure Lohntüte wird sich deswegen jetzt nicht so sonderlich ändern. Ne? Sogar wenn du Pech hast, im Gegenteil, dann gehen Firmen pleite, dann wandern Firmen ab und so weiter und dann werden die Arbeitsplätze sogar noch weniger. Also letzten Endes ist es ein sehr, sehr regierungsstarkes und politisches Thema. Und da möchte ich auch gar nicht weiter, sonst fange ich noch an, mich hier noch ein bisschen aufzuregen. Das will ich ja eigentlich auch nicht. Ich will ein bisschen positiv in die Zukunft blicken. Ich hoffe mal, dass sich das irgendwie einfach ein bisschen einspielt, dass es irgendwelche gangbaren Lösungen, keine Ahnung, wie man es nennen soll, irgendwie, dass es schon irgendwie Lösungen gibt. Aber dieses irgendwie ist eben die große Frage. Das konnte die Regierung in den letzten 15 Jahren nicht beantworten. Ich erwarte als Realist natürlich jetzt nicht, dass das im nächsten halben Jahr passiert. Aber mal schauen, manchmal geschehen ja noch Zeichen und Wunder. Naja, an der Stelle danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Thema war jetzt nicht allzu bedrückend. Und ich hoffe mal, das nächste Video wird mal wieder so ein bisschen positiver. Ich werde auch hier so ein kleines Kontrollvideo machen, vielleicht in einem halben Jahr oder so. Mal gucken, wenn sich da noch irgendwas tut in diesem Bereich Strompreise, dann kann ich euch da ja up to date halten. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein paar Kommentare, über den ein oder anderen Like und würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.